Ich wünsche dir einen schönen guten Morgen. In meiner Morgenandachtsreihe schauen wir uns ja die Jünger Jesu an. Und wir haben uns mittlerweile schon die ganzen, ja, wir würden vielleicht sagen, großen Jünger Jesu angeschaut. Wir haben schon geschaut, was wir über Petrus erfahren können, über Jakobus, also den Sohn des Zebedäus, über Andreas, über Philippus und so weiter. Und heute möchten wir uns Jakobus anschauen. Und jetzt denkst du dir vielleicht, ja Moment, den kennen wir ja schon. Nee, ich rede von einem anderen Jakobus. Wir haben in der Bibel ja mehrere Jakobusse sozusagen. Wir haben Jakobus, Sohn des Zebedäus, also jemand, der im Neuen Testament sehr prominent auftritt, von dem wir viel wissen, der viele Redeanteile hat, der zum engeren Jüngerkreis gehört hat. Eine sehr, sehr einflussreiche Person und ein sehr, sehr einflussreicher Apostel. Dann haben wir Jakobus, den Bruder des Herrn. Das ist wahrscheinlich ein Halbbruder von Jesus, der auch ja, sehr, sehr großen Einfluss hat, der im Neuen Testament zum Beispiel beim Apostelkonzil in Apostelgeschichte 15 eine ganz, ganz zentrale Rolle spielt. Und heute möchten wir uns Jakobus, Sohn des Alpheus, anschauen. Das ist ein Jünger, von dem wissen wir eigentlich fast nichts. Wir haben im Neuen Testament keine Redeanteile von ihm. Wir haben im Neuen Testament keine Fragen, die er stellt. Wir haben keine expliziten Handlungen. Er taucht uns nur namentlich auf. Und einer dieser Stellen möchte ich einmal lesen. Das ist nach dem Tod Jesu in Markus Kapitel 15. Es sahen aber auch Frauen von Ferne zu. Unter ihnen war auch Maria Magdalena, Maria die Mutter des jüngeren Jakobus und des Joses sowie Salome, die ihm auch, als er in Galiläa war, nachgefolgt waren und ihm gedient hatten und viele andere, die mit ihm nach Jerusalem hinaufgezogen waren. Hier lesen wir von diesem Jakobus und er wird hier der Jüngere genannt. Das eigentliche Wort heißt hier eigentlich aber der Kleinere. Ja, Elberfeller nennt ihn eigentlich den Kleineren. Wir wissen jetzt nicht genau, was es meint. Hier erfahren wir, dass er mit Jesus war, dass er gedient hat. Wir wissen, dass seine Mutter Maria hieß. Es war aber wahrscheinlich nicht die Maria, die Mutter von Jesus, weil es sich hier offensichtlich nicht um den Halbbruder handelt, weil er ja, weil andere Brüder genannt werden und weil Jakobus, wenn es um den Bruder von Jesus geht, oft der Bruder des Herrn genannt wird. Genau, und die Frage ist, wie gehen wir jetzt damit um? Wir wissen im Endeffekt nichts. Das Einzige, was wir wissen, ist, er wird der Kleinere genannt. Schlachter interpretiert das hier als den Jüngeren. Also er war wahrscheinlich jünger als Jakobus, der Sohn des Zebedäus. Das ist tatsächlich sehr wahrscheinlich, wobei ich glaube, dass die Beschreibung kleiner oft größer gefasst wird, als man meint. Es kann sich natürlich auch auf seine Größe beziehen. Vielleicht war er einfach vom Kopf her sozusagen jemand Kleineres. Was wir aber sehen, wo er auf jeden Fall kleiner ist, ist im öffentlichen Einfluss. Also wir wissen, er ist nicht derjenige, der groß auftritt. Er war wahrscheinlich ein eher zurückhaltender Mensch. Er war vielleicht ein etwas ruhigerer Mensch, jemand, der nicht in erster Reihe steht. Und genau das finde ich an ihm so spannend. Er war wahrscheinlich um einiges jünger, vielleicht um einiges kleiner, aber auf jeden Fall zurückhaltender als alle anderen Jünger. Und trotzdem ist er ein Apostel. Und trotzdem wird er von Jesus gebraucht. Und trotzdem steht hier, dass er mit Jesus in Galiläa war, er ihm nachfolgte, er ihm gedient hatte. Und ich glaube, darin steckt einiges, was wir in dieser Person sehen können. Wir können sehen, dass wenn wir treu im Kleinen sind, dass wenn wir selbst nicht das große Rampenlicht suchen, selbst wenn wir nicht namentlich erwähnt werden, dass am Ende des Tages Gott den Dienst sieht. Und wir können hier über diesen Jakobus viel spekulieren, aber was wir sehen ist, dass auch wenn wir nicht wissen, was er für Jesus getan hat, dass Gott es weiß. Dass Gott es ihm vergelten wird und dass er gerade nicht durch seine Größe, sondern vielleicht durch sein Dienen im Kleinen und durch seine Treue im Kleinen, ja wirklich etwas Großes getan hat. Und genau das möchte ich uns auch heute wünschen, dass egal, ja, welche Aufgaben heute vor uns liegen, egal wie unser Alltag aussehen mag, dass wir treu im Kleinen sind, dass wir nah bei Jesus sind und dass wir nicht die Aufmerksamkeit der Menschen suchen, sondern die Ehre unseres Herrn Jesus Christus. In diesem Sinne wünsche ich dir eine schöne Woche.